Servus Altblechschrauber, ich bin hier wie versprochen mit meinem kurzen Update. Ende Tag 1, der ganze Frontkram ist runter, Kühlwasser ist natürlich runter, Kältemittel und so weiter, alles weg. So wie es sich gehört, der Hentai-Schlauchhaufen ist raus, Kühler ist raus. Ja, und jetzt sehen wir also zu, dass wir den ganzen Motor wahrscheinlich morgen dann ziehen können. Was noch fehlt, sind die Antriebswellen, der Auspuff, Kabelbaum, hier vorne ein bisschen Resteschlauchhaufen, die Kältemittelleitungen, die da nach hinten gehen, müssen noch weg. Ja, ansonsten kommt wieder Motor und Getriebe zusammen raus. Entschuldigung. Vielleicht lasse ich auch das Getriebe drin, aber diese Hampelei mit diesem dämlichen Crossover-Rohr und dem Kabelbaum da drum, das ist mir eigentlich zu nervig. Ich glaube, ich mache es so, dass ich da hinten wieder einen Spanngurt rumwerfe und das Ding dann da irgendwie rausziehen, rausruppen werde. Mal gucken. Aber mittlerweile ist es ja so, ich bin, was den TDV6 angeht, so erfahren, ob positiv oder negativ, ne? Dass der Ausbau relativ ruckzuck geht. Ein Vorteil habe ich, der Zahnriemen, der fällig ist, hinten kann ich es besser machen. Ja, ansonsten, das Crossover-Rohr wird auch noch neu isoliert, weil da fällt die Isolation auseinander. Dann können wir gleich nochmal das Thema angehen. Hinten die Vakuumpumpe muss getauscht werden, weil die jetzt undicht ist. Vorher war die Dichtung undicht, das ist die Vakuumpumpe undicht, das ist alles schon bestellt und unterwegs. Ja, ich hoffe natürlich wirklich, wirklich, wirklich doll, dass keiner der Köpfe einen Riss hat, dass er deswegen also da ins Kühlwasser blubbert. Aber ehrlich gesagt kann ich es mir nicht vorstellen. Aber wir werden sehen. Also, morgen höchstwahrscheinlich kommt der Motor raus. Und dann gibt's, morgen ist Mittwoch, Donnerstag oder Freitag wahrscheinlich eine Befundung. Ich hoffe, dass der Motor morgen rauskommt, dass ich soweit bin. Weil das ist ja natürlich alles schnell gemacht von oben und eben ruckzuck raus den ganzen Rummel. Aber Auspuff, Antriebswellen, das sind die Sachen, die nerven. Ne? Und natürlich den Motor rausheben, weil das ist natürlich auch so ein Akt bei dieser Kiste, weil du nirgendwo vernünftig dran kannst. Du kannst kein Spanngurt um das Ding rumlegen, ohne dass du hinten irgendwo was kaputt machst oder so. Sagte ich schon mal, dass dieser Motor mich nervt. Aber ich wusste es ja vorher. Also, bis morgen, bleibt dran, haut rein, tschüss.